Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, und moin moin, sag ich nur. Das ist Fishing Planet, The Fisherman, Part 30. Ich bin wie immer frisch und fröhlich für euch da. Und heute geht's hoffentlich den schönen Schwarz- oder Forellenbarsch auf die Schuppen. Ich habe mir mal ein bisschen neues Zeug gekauft, um das euch hier gleich mal zu zeigen. Eine neue Angel. Also die hatte ich schon, die habe ich jetzt nur mal mitgenommen. Die Combat Loki ist keine Casting-Route. Somit sollten wir da besser zurechtkommen. Mit der will ich mal probieren, nebenbei ein bisschen auf Wels zu gehen. Mal schauen, ob da was beißt. Und dann haben wir hier natürlich auch noch eine kleine, schöne neue Argo-Jig-Route. 9 bis 28 Gramm, also Medium Light. Ein schönes Gerät, damit kriegt man bestimmt einen 1,8 Kilo Barsch raus. Das ist nämlich das Ziel. Dann haben wir hier so gut wie alle Missionen erstmal abgeschlossen. Ich hoffe, uns gelingt das. Und mit der nebenbei auf ein paar andere schöne, leckere, feucht, fröhliche Fische. Da wollte ich mal gucken. Ich hatte noch ein paar Naturköder gekauft. Da was Neues dabei ist. Hätte ich jetzt hier nur den Schnittköder, um damit nochmal auf Wels zu gehen, das würde ich gerne probieren. Dann habe ich uns meine Krume mit Honig mitgenommen und Marshmallows, um mir vielleicht eventuell auch nochmal irgendwie einen schönen Karpfen an die Leine zu holen. Und das tue ich jetzt auch als erstes mal dran machen. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns doch einfach mal überraschen. So, Rutenständer. Ja, ne, den habe ich ja dabei, ist ja Quatsch. So, wo haben wir den denn? Der ist doch wieder. Ach nee, gut, er wollte es noch nicht rausholen, der alte Schlingel. So, da ist der Gute doch. Herrlichst. Herrlichste Kost vom Feinsten. Herrlichste Angelkost. So, können wir das Ding jetzt hier hinstellen? Ja, direkt hier. Ja, das lobe ich mir. So sieht's gut aus. 2-0er Haken ist natürlich ganz schön groß. Da werde ich mal, wir gehen erstmal hier auf die 80, da werde ich wohl doch nochmal einen 1-0er dranhängen, um auf Nummer sicher zu gehen. So, die hauen wir einfach mal hier hin, zack. Und dann gucken wir mal mit unserer neuen Route und der 15er Schnur, was da geht. Da bin ich aber gespannt, jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen bei den Namen hier. So, die Route kann er eigentlich mal ablegen, gell? So, dann wird das nämlich auch was. Argo 160, ja, das kann man sich gut merken. Hab hier jetzt auch gleich ein Best-Jig dran gemacht. Wir kommen jetzt nicht übelst weit, aber das sollte für einen schönen Barschfang eigentlich ausreichen. Wir können natürlich auch noch mehrere Stellen hier ausprobieren, ist ja klar. Oh, an der... Oh, es ist schon was dran an unserer Posenrute. Ja, eine Krume mit Honig, da stehen eben viele Fische drauf. Was haben wir denn? Dass die Crappies auch Krumen mit Honig fressen oder so Marshmallows. Ja, eigentlich sind das doch auch Räuber. Naja, manchmal ist eben alles ein bisschen Arsch. Aber ganz egal. Ah ne, da wollte ich das wollte ich auch nicht. Das war mir nicht weit genug. Das war mir zu weit. So, hier in die Mitte ein bisschen. So, ich lasse aber trotzdem mal so eingestellt jetzt die Bremse. Oder auf 3 können wir sie schon lassen. So, und jetzt mal geguckt, wa? Anheben und fallen lassen, lautet die Devise. Aber dann eine schöne lange Absinkphase haben. Kann ich da noch mal gucken, was der Karpfen generell möchte? Da weiß ich nämlich auch noch nicht so richtig, wo wir den Kerl hier fangen. Ah, noch kein Biss. Lassen noch so ein bisschen auf sich warten. Aber das ist ja vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Ich will erst mal rausfinden, was jetzt hier die beste Strategie wäre.
Die beste Zeit ist auch noch nicht. Die ist so gegen 13 Uhr. Kann ich dann auch gerne mal vorspulen. Jetzt probiere ich hier mal eine Runde mit Twitchen. Ja, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ein Barsch am Morgen vertreibt Kummer und Sorge, Leute, das wisst ihr ja. Aber 1,8 Kilo, das wird dann schon eine harte Nummer. Das wird nicht so einfach. So, wir könnten natürlich auch noch mal Stop and Go probieren. Wobei ich denke, dass so ein schönes Twitchen oder Chicken hier zum Erfolg führt. Weil so haben wir einfach nicht genug Bewegung im Köder. Posenroute. Da hat sich wieder einer angeboten. Ja, wieder ein weißer Crappy. So, ich schaue nochmal schnell, was der Karpfen tatsächlich möchte. So, wo ist er denn? Gebruder Karpfen, da ist er. Gibt's denn nur einen Junge? Normal Grießkugel Mais. Hahaha. Erbsenmeister, Zuckermeister, Marshmallows. Ja, Marshmallows oder Kuh mit Honig. Ich kann natürlich auch mal gucken, was haben wir von den anderen Kram? Grießkugel. Die stand ein bisschen höher im Kurs bei den Burschen. Da war Bewegung im Wasser. Haben wir da natürlich auch mal hin. Weil mit der anderen Route kann ich ja ruhig in die Richtung gucken. Das spielt ja gar keine Rolle. Aber ich glaube, ich werde die Zeit mal vorspulen. Ach, ne Hänge. Mach dich los, du Leine, du. Schade, auch noch nicht mal einen kleinen Tock gehabt bisher. Ich habe mir natürlich, ihr seht es hier, auch eine schöne neue Spule gekauft. Alles perfekt aufeinander abgestimmt. Bloß der Köder ist zu leicht. Das ist eigentlich das einzige Problem hier in der Geschichte, aber ich muss ja irgendwie so einen nehmen. Aber mit der anderen Route wären 1,8 Kilo Fisch einfach zu schwer gewesen. Vielleicht wollen sie auch einfach nur... Obwohl, nee, ich will schon den 2-0er dran lassen. Leute, ich spule mal die Zeit vor. Ich werfe jetzt hier noch ein bisschen aus. Wenn das nächste Mal ein Fisch hoffentlich an unserer Posenroute ist, dann werde ich mal die Zeit vorspulen. Dass wir hier maximale Fangergebnisse erzielen können. Obwohl das Anheben und Fallen lassen auch eine coole Sache ist. Wobei das dann wieder vom Anhauen her ein bisschen schwieriger ist. Oh, es windet bei uns hier draußen. Das ist ein richtiger Sturm. Ein Frühlingssturm. Spring Storm, die neue Band. Out now. Nein, aber... Krasse Sache. Die ganze Zeit war es immer so ein bisschen ruhig und warm. Und heute ist so ein bisschen... die Hölle los da draußen. Aber ist ja schön. Ist ja schön. Muss ja auch mal Abwechslung sein hier. Nee, bevor wir die ganze Zeit warten, ich hole jetzt mal das Ding hier raus. Das ist ja Quark, Leute. Der Anhieb war zu früh. Schade. War ein Fisch in der Nähe. Aber das war das hier, die Barschecke? Das war doch die Barschecke. Oder gibt es da noch eine andere große Felswand? Nee, dort hinten ist das Auto, genau.
Obwohl hier in der Ecke am Kraut könnte ich es natürlich auch nochmal probieren. Aber ich spule erst mal bis um 12 Uhr vor, dass die Bisszeit hier mal ein bisschen hoch geht. Vielleicht lunzt ja auch nochmal die Sonne raus. Nee, das macht sie nicht. Ich kann ja auch mal hier rüberhauen. Hier hinten mal rein. Vielleicht ist da auch ein schöner Karpfen. Oder ein anderes Getier. Hoffentlich kein Musketier. So, weiter geht's. Der war ja richtig schlecht. So. Wieder an der Steinkante. Ja klar, ein paar Meter wären schon cool. Ein paar Meter mehr. Aber springen tut's. Also ist ja auch jetzt nicht der kleinste Haken dran hier an unserer Route. Da steigt natürlich auch nicht jeder Binnibosch ein, zumindest nicht ständig. Das sollte dann schon was Kapitales sein, wa? So, absinken. Nee, noch wollen sie nicht. Sind noch nicht da, die Brüder. Die sind einfach noch nicht da. Ich kann es nicht anders sagen. Ich probiere jetzt gleich mal den anderen Bass Chick, der natürlich kleiner ist. Aber der hat eine ganz andere Farbe. Vielleicht durch die Bewölkung. Dass sie nichts Natürliches wollen, sondern eher was Auffälliges. Das werden wir gleich mal regeln hier. Au! Doch, jetzt hatte ich den ersten Biss. Der war gut. Der hing irgendwie eigentlich schon dran, aber aus irgendeinem Grund dann doch wieder nicht. Das ist schade gewesen jetzt. Das wäre natürlich eine coole Nummer gewesen, wenn wir den jetzt hier geholt hätten. Eieiei, der war. Da wollte ich ja. Da war ich ja viel zu voreilig wieder. Aber der war gut. Der ist schön. 26 Meter, das ist in Ordnung hier. Kurze kontrollierte Feuerstöße hier, immer zack, schnell nach oben. Richtig schön die Barsche ärgern, dass sie da reinbeißen wollen. Aber ich kann natürlich trotzdem mal an die andere Seite nachher gehen. Ich mache jetzt erstmal den Köderwechsel. Ah, ja, das ist alles ein bisschen zu leicht. Das ist alles ein bisschen zu leicht, aber vielleicht ist der ja ein bisschen beliebter. Ich meine, die können ja richtig schwer werden, die Fische hier. Steht ja auch in der Beschreibung. Also der ist bis 140, 1,4 Kilogramm ist so Normalgröße und dann eigentlich bergauf. Der Schwarzbarsch, da hat auch schon einer im Mund gehabt. Der kann, glaube ich, sogar bis 5 Kilo schwer werden. Ich weiß nicht, wie groß hier die einzigartigen Exemplare werden können, aber also wenn du so einen dran hast, dann hast du erstmal richtig zu tun. Ja, bis auf die zwei Bisse. Nicht viel los hier. Aber das ist doch die Barschecke hier, oder?
Steht halt auch nichts da, viele Pennfische, aber. Ich könnte ja natürlich nochmal in eine andere Ecke gehen. Das ist die andere Ecke hier. Nee, da ist es auf gar keinen Fall. Nee, nee. Das ist es auf jeden Fall nicht. Also es ist schon hier. Ich will nochmal gucken. Von der Ecke aus vielleicht ein bisschen besser hinkommen hier. Ah, da kommen wir ein bisschen besser in die Ecke rein hier. Das stimmt schon. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn was an meine Posenroute geht. Da bin ich ja mal gespannt. Da werde ich wohl mal schnell rüberrennen müssen. Ich möchte aber wenigstens mal gesagt haben, ich habe es hier auch probiert. Ui, schon wieder. Also der Fisch hing, ihr könnt ja mal kurz zurückspulen, da seht ihr es, der hing ja wirklich. Aber urplötzlich komplett wieder ab. Was ist denn das für eine Chose? Das gibt's doch nicht, wa? Das ist aber wirklich schade. Ich hole mal schnell das Ding hier rüber. Hier komme ich ja nicht lang, ne? Ach, das ist ja ärgerlich. Das muss man schon mal meinen. So, die Krume mit Honig. Gib's dir her. So, das Ding mit. So, und zack. Und da ist hier noch eine Stelle. Ja, ansonsten sind wir. Ah, hier ist vielleicht. Oder sollte das auch eine Stelle sein? Wir könnten jetzt auch mal die ausprobieren. Aber ich gehe erstmal in die. Wir haben ja noch genug Zeit. Ich denke mir, dass die hier. Dass das eigentlich eine gute Barststelle ist. Volles Produkt raus. So. Abgelegt. Weil hier kommen wir richtig schön an die Steinkante dran. Jetzt mache ich auch nochmal den anderen Best Chick dran. Oh. Ne, den wollte ich nicht. The best jig. Best jig, best jig, best jig. So, jetzt noch einen schönen großen Barsch. Da springen sie doch auch schon. Das sind doch Barsche. Ich habe es genau gesehen, dass das Barsche sind. Aber vom Feinsten, Leute, vom Feinsten. Ja, wenn ihr auf meinen Instagram-Kanal guckt, da gibt es jetzt jeden Sonntag ein Figuren-Review. Ich habe gerade gelacht, weil ich es auch schon mal vergessen habe, Sonntag was hochzuladen. Aber da gibt es immer eine schöne Figur, die bei mir zu Hause irgendwo rumsteht. Und die könnt ihr euch dann mal mit angucken. So, weiter geht's. Nee, ich muss schon auf der ersten Stufe einladen. Auf der zweiten mache ich zwar noch größere Sprünge, aber es scheint mir mal jetzt hier kein Vorteil zu sein. Leider. Leider nein. Aber vielleicht ja hier im Absinken.
Also auf den kleinen hat man ja wenigstens so ein paar Bisse. Na komm schon. Hol dir einen Köder. So, und ich habe letzte Woche auch mein erstes Bachforage gefangen. War nicht riesig. Ich glaube 35 ist natürlich wieder zurückgewandert. Die gute. Aber ein schöner Fisch. Hat einen schönen Drill gemacht an der leichten Route. Herrlich. Herrlich gewesen. Ich dachte, ich könnte den Tag noch was anderes überlisten, aber... Dadurch, dass in den Flüssen bei uns hier so wenig Wasser drin ist, ist es recht schwierig, gute Stellen zu finden. Und wenn man die gefunden hat, weiß man auch nicht, waren da schon zwei, drei Angler vor einem da, die dann die Bisse rausgekitzelt haben und die Fische eventuell sogar schon mitgenommen haben. Aber es war trotz alledem ein wunderschöner Tag. Und man ist wenigstens nicht Schneider. Nach Hause gegangen. Warum sind hier keine Barsche? Hier sind sonst immer Barsche. Ich glaube, ich muss meine Strategie nochmal überdenken. Leute, ich muss sie nochmal überdenken. Ich wechsle jetzt mal die Stelle, weil hier auf die Route geht auch gar nichts. Und dann lassen wir mal auf gut Glück alles auf uns zukommen. Bevor wir jetzt hier die ganze Zeit leer ausgehen und nur die zwei Crappies im Sack haben. Suchen wir uns mal eine neue Stelle. So. Können wir auch gleich mal gucken. Hier ist noch die Stelle, aber das ist ja im Prinzip. Im Prinzip ist das ja eigentlich nichts anderes, gell? Da komme ich doch auch. Müsste ich doch theoretisch auch an die Ecke kommen. Ja, weiß Gott. Nee, da waren wir ja. Da ist ja die Hechtstelle. Also die Knochenhechtstelle. Na, passt auf, ich ziehe hier mal. Da hat man auch schon ein paar schöne Barsche überlisten können. Mal an der Seite mit dem Bestschick an den Krautfeldern vorbei. Ich weiß ja nicht, wo die Schlinge sich hier gerade aufhalten. Ziegel die Zackel. Und vielleicht hüpft hier auch der ein oder andere Karpfen am Kraut rum. Was ja auch nochmal ein schöner Beifang wäre. Und selbst wenn wir nur ein paar schöne große Crabbies landen, wäre mir das auch recht. Jetzt komme ich natürlich nicht allzu weit raus. Aber wir kommen schön am Kraut vorbei und da könnte ja der ein oder andere drunter stehen. Obwohl ich immer dachte, wenn die Sonne scheint, stehen sie dort eher. Und jetzt sind sie eigentlich so ein bisschen unterwegs. Auf Jagdtour. Beißzeit ist top, also... Da gibt's gar nichts. Ein wunderschönes, ausgedehntes Twitchen hier. Selten so schön gewesen, aber... Fische scheint es trotzdem noch nicht richtig anzusprechen. Ich werfe jetzt hier einfach auch alles mal ab. Aber es ist auch komisch, dass an die Grieskugelrute nichts dran geht. Aber die Grieskugel ist ja wirklich dann nochmal ein bisschen mehr für den Barsch, für den Karpfen ausgelegt. Vielleicht auch deswegen, weil da hier einfach in der Ecke nicht ist, der Bursche.
Ja, endlich. Endlich ist mein Fisch da. So, und da denke ich mir, ich weiß nicht, wie es bei der Route ist, aber ja, Kilo reicht ja bei weitem nicht, aber ein Kilo wird der hier auf jeden Fall haben. Ich meine, es ist keine starke Schnur und auch keine sonderlich starke Rute, aber stärker als die erste, die wir hatten. Deswegen hoffe ich hier auf einen etwas besseren Fisch. Ja, da hat auch endlich mal der Spotwechsel Sinn gemacht hier. Ja, komm her, Kollege. Das ist auch schon das höchste der Gefühle, was wir hier einstellen können mit der Rolle. So, was haben wir denn? Ah, gerade mal ein Kilo. Das hat sich noch mehr angefühlt. Ich habe jetzt mit so 1,2, 1,3 gerechnet. Aber egal, es hat auch gar nicht mal so lange gedauert, den hier rauszuholen. Deswegen sage ich nur weiter so im Text. Und den hat er sich auch wirklich sofort einverleibt. Sofort geschnappt. So wie es eigentlich sein soll. Hier scheinen in der Ecke wirklich mehr Forellenbarsche zu sein als Schwarzbarsche. Aber das können ja auch richtige Dickerchen werden hier. Richtig dicke Kollegen. Und es ist auch immer cool, was man so für Leute kennenlernt, wenn man raus ins Wasser geht. Letztens auch zwei nette Kerlinnen kennengelernt. Haben uns da angeregt und schön unterhalten. Dann hatte ich noch einen Karpfen gefangen. War ein sehr lustiger Tag, muss ich sagen. War ich hier in meiner Nähe an dem Gewässer. An dem kleinen Hausgewässer. So könnte man es auch sagen. So groß ist der Teich nicht. Schöner Biss. Ja, hier scheinen sie sich ein bisschen mehr rumzustromern. Na, das ist doch schon mal gut. Na, ich hau jetzt hier mal raus und werfe noch mal die Posenrute raus. Aber mit Schnittköder. Stand schon wieder, der Anhieb war zu früh, aber war doch kein Fisch da, oder? Na, dann probier es auch noch mal. Hau ich mal hier in die Ecke rein. Das reicht eigentlich auch schon. Vielleicht ist er ja da, der Karpfenboy. Karpfenboy, bleib dir selber treu. Schwimm an dein Ziel und ess so viel du kannst. Nein. So, weiter geht's hier im Text. Ich hab Bock, hier noch ein paar schöne, fette Barsche rauszuziehen. Und wir steigen auch bald im Level. Das dürfte gar nicht mehr allzu lange dauern. Wenn wir jetzt hier noch ein paar landen können, dann würde das definitiv noch passieren. Ah, vielleicht liegt es auch schon wieder daran, dass ich schon wieder keinen Kaffee getrunken habe. Da muss ich noch mal, ich nehme mal einen Schluck. Ah, schmeckt mehr wie Eiskaffee. Weil ich vorhin schon vorlaut Let's Play aufgenommen habe. Ja, aber lecker. Ist schon eine ganz schön kalte Brühe geworden. So, auf ein neues. Also der einzige große Biss war, wie gesagt, auf der rechten Seite. Werde ich dann auch wieder hinwerfen, wenn sich hier einfach nichts tut.
und da ist wieder einer eingestiegen. Was? Was Kleineres? Ja, da ist ein bisschen kleiner. Ah, das ist ein Schwarzbarsch. Jupp. Es ist ein Schwarzbarsch, Kollege. Er wehrt sich mit Leibeskräften, der Bursche. Nee, oder? Ist es doch ein Forellenbarsch? Nee, Schwarzbarsch. Ja, aber 1,075 Kilo. Das ist doch schon wieder mal, wo ich sage, jawohl, so kann es weitergehen. Noch ein und dann steigt man hier auch auf, Leute. Dann ist es soweit. Ja, ist schon mal schön, wenn es hier jetzt beißt. Das ist doch geil. Immer mal kurz am Boden lassen, den Köder. Das wirkt immer am allerbesten, wenn er mal ganz kurz steht. Sich wenigstens gerade machen kann. Und mal aufliegt. Aber wenn wir hier in der Karre vorbeiziehen, da kann auch noch mal einer raushuschen. Hört man ja auch schon. Dass hier kurz vorm Ufer einer reingebrochen ist. So, hier hinten gibt es auch jetzt ganz schön große Wellen. Entweder ist der Mr. Wels unterwegs. Aber es tut sich leider einfach nichts auf unserer Posenrute. Deswegen hänge ich mal jetzt den Schnittköder drin. Gerade wenn da jetzt vielleicht wirklich ein Wels sein sollte, hat er hoffentlich Lust auf sowas Leckeres. Genau dort. Ah, das war zu viel des Guten. Oh, schöne straffe Leine, so muss sein. So, beim letzten Mal haben wir ja da auch einen überlisten können, auch wenn sie eigentlich den mittleren Schnittköder haben wollen. Können sie da auch manchmal nicht Nein sagen. Jawohl. Ach Leute, und heute gibt's traurige News, nämlich ist Arthur Spooner, Ben Stiller, also Jerry Stiller alias Arthur Spooner von der weltberühmten Serie King of Queens gestorben. Ach, ich glaube, der war, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, der war 92 Jahre alt, also der hat sein Leben gelebt, hat er, glaube ich, auch gesagt im Interview und ist, glaube ich, auch normal dann ein Stück weit. Irgendwann ist es eben zu weit. Aber es ist halt immer schade, wenn so große Kindheitsidole, Kindheitsstars von eingehen. Oder Teenager wohl eher. So richtig Kind war ich da nicht mehr. Und ich gucke auch jetzt gerne noch King of Queens und kann auch immer noch wunderbar über Arthur lachen. Meiner Meinung nach einer der besten Serienstars. Comedy-Serien natürlich. Hat aber auch noch in vielen coolen Comedy-Filmen mitgespielt. Auch bei Zoolander, was ja so ein Projekt von seinem Sohn Ben Stiller war. Also richtig, richtig cooler Mann. Ruhe im Frieden, mein Freund. So, und jetzt geht's hier weiter. Um richtig schöne, fette Barsche zu fangen. Es erweist sich ja als sehr zäh. Vielleicht einfach nicht das beste Wetter. Ich habe immer das Gefühl, wenn es sonnig ist, gehen die Bosch-Kollegen ein bisschen mehr ab. Aber ich schaue jetzt nochmal in die Mitte und dann wieder nur auf die rechte Seite. Ich habe das Gefühl, so links geht hier irgendwie immer nicht ganz so viel.
So, lass mal komplett absinken. Und dann gib ihn. Jetzt dachte ich gerade, es beißt was an unserer Posenrute, aber das sah nur so aus. Ja, die Pose treibt ja auch noch so ein bisschen umher. Oh, kurz vorm Ufer, Leute. Da war er wieder. Kurz vorm Ufer dazu geschlagen. Direkt bei der verrosteten Kiste hier vorne. Ein Forellenbärchen. Naja, immerhin 800 Gramm. Und neues Level. Yes! So, Level 19, 1500 Öcken, einen schönen Coin und es gibt wieder schöne neue Geräte. Oh, die Nero 450 und die Argo 190. Die nächst besseren Varianten. Gibt es ein paar neue Köder? Ja, der Shiner. Endlich können wir uns Shiner kaufen. Den brauchen wir nämlich unbedingt. Für hier auch. Haken 500, auch geil. Eine schöne neue geflochtene. Richtig schwere, fette Chick-Köpfe. Nacht-Casting-Spoons mit 28 Gramm. Und eine schöne Fiederrute hier. Laker Pro 340. Cool. Und komisch, ich werfe hier an die Seite und es beißt gleich wieder was. Nur noch nicht der ganz große. Aber Barsch satt. Sage ich nur. So ein Forellenbarsch oder so ein Schwarzbarsch, die würde ich ja auch gerne mal verspeisen. Wenn die nur annähernd so gut schmecken wie ein Flussbarsch bei uns hier, dann würde sich das schon richtig lohnen. Aber der Wels hat sich doch nicht eingefunden in unserer Posenrute. Leider. Ich könnte die natürlich auch noch mal um einiges tiefer stellen. Ah, was war denn das? Das war wieder ein ganz seltsamer Biss, aber wieder bei 8 Metern. Die scheinen irgendwo hier unten in der Loch zu sitzen. Schade. Na gut. Immer weiter im Text. Da wird schon noch kommen, der große Wurf. So, ich lege mal kurz ab, hole unsere andere Route mal rein und stell die mal richtig schön tief ein. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich hier auch wunderschöne Ritzen dran machen, um hier... Ach komm, wir machen das einfach mal. Um einfach mal die Ausbeute zu vergrößern in Fischen, aber... Das letzte Mal ging ja da auch nicht so viel, wie man eigentlich gedacht hätte. Wobei so ein Wels zu einer Ritze nie im Leben Nein sagen würde. So, und auf geht's. Yes! Oh! Das ist Schwarzbarsch, hä? Na, der ist ja gut eingestiegen, der Bursche. Na, da kann ich sogar noch mal eins hochstellen. Einwandfrei. Erstmal ziehen. Oh nee! Und jetzt ist auch an der Ritzenroute was. Da ging es ja mal wieder schnell. Aber ich will lieber vorrangig den Bursche rausholen. Auch wenn ich nicht glaube, dass er 1,8 Kilo ist. Ne, ist ein Forellenbarsch, oder? Sehe ich das richtig? Na komm her, mein Junge. Oh,
Da muss aber jetzt 1,2 Kilo haben. Das kann gar nicht anders sein, Leute. Ja, in der anderen Route hat sich der Fisch verabschiedet. Nee, noch nicht ganz. Ich wünschte mir, ich würde ihn noch kriegen, aber der Kollege hier, der macht Stress. Der macht richtig Stress. Ah, schade, jetzt ist er weg. Aber der Bursche hier, das könnte unser größter Gefangener Forellenbursch bis jetzt sein. Na komm her. Jetzt haben wir ihn. Ja! Oh! Krass! 2,087 Kilo Forellenbarsch und die Mission ist erledigt. 722 Raketen. Ja, das ist ordentlich, Leute. 48 Zentimeter. Das ist ein schöner, richtig schöner, dicker Klodeckel. Wunderbar. Und, tja, was soll ich jetzt wieder für besseren Fisch fangen? Richtig geil, Leute. Mit dem Bombenfisch beende ich diesen Part. Im nächsten Part sehen wir uns wieder mit Shiner. Vielleicht nochmal kurz hier oder an einem neuen Gewässer. Lasst euch überraschen. Macht's gut und schönen Tag noch. Ciao.